Ein paar Worte zu Alois Irlmeier. Der Prophet hatte einige Worte gewählt für die heutige, jetzige Zeit. Dass es vielleicht nicht so eintrifft, wie man es gern hätte, das ist ganz natürlich. Der Mensch ist so und er wird alles so hinstellen wollen, dass es ihm angenehm ist. Die Worte aber sind gesetzt und es wird eintreffen. Die Form des Eintreffens, ob März, April, Mai, Juni und so weiter, die Monate, das ist eine andere Sache. Denn auf der Erde, wir haben hier das Gesetz der Schwere, der Schwerkraft. Dieses Gesetz der Schwere ist abhängig davon, wie Menschendenken vorangeht. Wie also Menschendenken sich die Schwingung schafft auf der Erde, um die Erde, in Gedankenkraft, ablehnend, anmaßend oder aufbauend. Das ist eine Sache jedes Einzelnen, das wiederum im Einzelnen seine Ansicht dann auf Gruppen stößt, rund um die Erde. Und das gibt durch die Schwerkraft dieser Erde, kann es eine Verzögerung geben. Denn alles, was grobstofflich ist, unterliegt der Schwerkraft. Es unterliegt aber auch der Bewegung. Wenn nun viele Menschen sind, die Bewegung herstellen, geistig, feinstofflicher Art, im Dank, in Gedanken, im Reden, im Tun. Und vor allem dann diese Gedanken können stärkend wirken in dieser schweren Stofflichkeit drin. Und sie können etwas bewirken, etwas vorantreiben, schneller machen. Sie können also, die Gedankenkraft kann also Dinge vorantreiben, genauso wie sie hemmend alles verzögert. Die Gedankenkraft. Es liegt also am Menschen, ob es eintrifft oder nicht. Es wird aber eintreffen, denn der Punkt, der Stich, der ist gesetzt. Den kennt nur Gott allein. Die Unruhen, die nun herrschen auf der ganzen Erde, erfasst jedes Land einzeln. Heute ist es Taiwan, morgen ist es schon wieder China und übermorgen vielleicht Italien. Es kommt also schon immer näher und wir müssen gefasst sein auf das, was kommt. Hört hinein, was Alois Irlmeier mitteilt, auch was Daniel aus dem Alten Testament mitteilte, der Daniel, der Prophet, in der Löwengrube. Ja. Auch er hat für die heutige Zeit treffend wahrgesagt. Nun, Alois Irlmeier. Es kommt mit oder ohne diese Menschen. Es kommt sowieso diese große Reinigung. Nur, es hängt an uns selbst ab, ob wir mit in die Mühlen hineingepresst werden in Not, Elend und Leid. Das alleine hängt von uns ab, wie wir im Gottesglauben stehen oder wie wir mit den Wesenhaften kommunizieren, wie wir das Wesenhafte rufen. Das Wesenhafte hier, eine große Löwenzahngruppe, Seelengruppe, großartig, herrlich, dieser Löwenzahn. Man kann davon ausgehen, dass beim Löwenzahn hier auf dieser Wiese ein einziges Wesenhaftes herrscht, der Löwenzahn, Wesenhafte, der diese Gruppenseele betreut und schaut und zu ihnen geht mit vielen, vielen kleinen Feen,
mit kleinen, wesenhaften Helfern, die dann herumhüpfen und von einer Blume auf die andere und diese lebendig machen. So lebendig kann auch der Mensch das Wesenhafte rufen, damit er nicht alleine ist und vor allem in der Not, bevor sie kommt, die Not, dass ihr dann auch die Hilfen bekommt. Die Hilfen bekommt der Mensch, der wahrhaftig aufschaut zu Gott, zu seinen wesenhaften Helfern, geistigen Helfern, der aufschaut und sich nicht verloren fühlt. So viel heute zu Alois Irlmeier und empfindet einfach seine Worte. Sie wurden schon oft verstellt von besser wissen wollenden Menschen, aber treffend sind doch seine Sätze und die verbleiben. Ich will nicht weiter darauf eingehen. Ihr müsst selbst forschen und euch darin sehen dann, wo ihr seid, wo ihr verbleibt. Wie weit seid ihr schon vorgeschritten in diesen Dingen? Ja, denn es braucht alles eine Vorbereitung. Alles, was kommen kann, kommen muss. Zusammenstürzen des menschlichen Menschenansinnen. Vielleicht sogar Krieg. Und dann auch die Umwälzungen der Natur, die nun schon ganz stark vor sich gehen, von Land zu Land. Nun, so viel zu Alois Irlmeier, Immanuel Markus Bösch. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.